Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Ich hasse diesen Online-Zwang. Ich muss sagen, das ist echt eine solche Grütze, weil das immer so ewig lange dauert, bis man in seiner Stadt angelangt ist. So, aber jetzt wollen wir doch direkt loslegen und weitermachen mit Geiertropolis, die ja irgendwie so ein Touristenmagnet werden soll, irgendwann einmal. Ja, hier unten hatten wir ja die freundlichen Probleme beim letzten Mal mit dem Hafen. Und ich sehe gerade, wir scheinen auch Stromprobleme zu haben. Das wird nicht mal lange gut gehen hier mit den Solargedönse. Die Danestadt könnte nicht richtig verurteilen. Wir würden gern versuchen, den Fehler zu beheben. Bei diesem Vorgang werden sie im Hauptmenü zurückgeleitet. Ja, fängt ja schon mal sehr gut an. Die Daten der Stadt können nicht richtig verarbeitet werden. Möchten Sie die Stadt auf einen funktionierenden Stand zurücksetzen oder die Stadt verlassen? Ist das jetzt eine Fangfrage? Ja, Geiertropolis zurücksetzen. Wer da? So. Ja. Genau da möchte ich bitte spielen. Hallo? Oh, ich hasse. Wie gesagt, ich hasse diesen Online-Schlangen. Ja, Spiel fortsetzen. Den möchte ich fortsetzen. Ja, genau. Das da möchte ich ja fortsetzen. Oh, wie geht denn das hier? Oh. Spiel beitreten, Spiel erstellen. Ich hasse es. Ich habe das auch schon wieder eine kurze Zeit nicht gespielt. Ach, das könnte ich spielen. Und Geiertropolis. Aha, es kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bla bla bla. Ja, ich glaube, dann werde ich, sagen wir mal, bis gleich. Oder bis was? Ihr könnt uns ja hier mal die Gegend anschauen. Wolfshausen. Naja, so super. Was? Vor 3 Minuten? Naja. Wahrscheinlich steht hier das gleiche, ja. Little Göttingen. Falls ihr Göttingen euch nichts sagt, das ist eine Stadt in Niedersachsen. Naja, eine Rad. Man möchte fast sagen Radfahrer- und Studentenstadt. Ja. Ich hätte es auch Hannover nennen können oder wie auch immer. Mir war es eigentlich egal. Weil ich das hier als Studentenstadt haben wollte, habe ich mir gedacht, nennst du es so. Warum hat Wolfshausen keine Bürger, kein Geld? Was? Ich bin irgendwie begeistert. Ja, wir werden uns, glaube ich, gleich wiedersehen. Also ja, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Geiertropolis fängt an zu laden. Beziehungsweise, ich habe mir jetzt gedacht, jetzt machst du einfach mal rein. Weil ich ja noch ein bisschen was sagen wollte. Ja, die Folgen werden jetzt etwas länger werden. Da ist ja immer nur... Beziehungsweise bei der ersten Aufnahme wusste ich ja noch nicht genau, wie ich es nun fabrizieren werde vom Zeitplan her. Inzwischen steht ja fest, dass es immer am Wochenende, hier Samstag und Sonntag, eine Folge geben wird. Und ich werde daher die Folgen auf 20 Minuten hochsetzen. So, jetzt sind wir wieder in Geiertropolis. Sehr schön. Ja. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Ja, von mir aus soll es doch sein. So, wir können hier gleich mal gucken, weil wir wissen ja schon, dass hier gleich was passieren wird. So, bam, neues Dingen. Ja, komm, ich glaube, das lassen wir uns mal nicht lumpen. Setzen gleich 2 hin. Und hoffen wir, dass die Stadt jetzt funktioniert. Ja, das ist ja der Punkt. Ich hasse diesen Online-Zwang. Der ist so ein Mäusemelken. Mist. Uah. Ich muss mal wieder mit Steuerung. Steuerung. Wieder diesen Online-Zwang. Was soll das? Mal mit Nappen. Also, das muss ich sagen, das ist ein großer Kritikpunkt an SimCity, der auch so ein bisschen Spielspaß verdirbt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich wirklich Probleme mit dem Spiel habe. So, wollen wir hier mal schauen. Was wird denn gebraucht? Oh, mittlere und hohe. Naja, da haben wir ein paar. Ja, das werden wir jetzt erstmal noch ignorieren. Industriegebiet, große Nachfrage. Huch, was haben wir denn da? Schickes. Unsere Gefängniszellen sind voll ausgelastet. Ja.
Supi, unser Gefängnis ist also auch voll. Auf der Straße, so geht's aber. Oh, Bams. So, wenn wir schon dabei sind, hier bekommt er noch einen zweiten Streifenwagen. Und jetzt lasst mich in Ruhe! So, das stimmt noch alles, das ist noch wunderbar. Und ich wollte ja hier unten den kleinen Hafen hinbauen beim letzten Mal. Das wollt ihr ja nicht so wie ich. Was? Jetzt schon wieder? Ja doch, eben erst ausgebaut. Machen wir es mal so. Bams. Und wartet, wartet. Da kann die Straße nicht verlegt werden. Da aber. So. Ja, wir müssen dringend sorgen, dass wir hier dann andere Stromversorgung mal auf kurz oder lang herstellen. Hafen! Ach, jetzt ist das Abwasserverrohr voll. Da. Hä? Meckerst du denn? Stromausfall. Ach so, weil Strom weg war. Das heißt, das sollte jetzt auch erledigt sein. Eigentlich. So, wie viel Strom haben wir jetzt? Das ist immer noch nicht die Welt, was wir hier produzieren, ne? Ach, jetzt geht's los. Na, es sollte vielleicht aber auf die höchste Geschwindigkeit gehen. So, zack. Ja, bitte geht doch. Jetzt haben wir ein bisschen Überschuss. Hafen! Dritter Anlauf. So, Straßenbahnzüge, Boote, Fährhafen, 31.000. Wir können ihn uns immer noch gut leisten. Da es aber hier irgendwie Probleme gab, gehen wir auf die Geschwindigkeit runter. Da hatte ich einen Tipp bekommen, so, den werde ich jetzt ausprobieren. Er wird mich ein bisschen Kohle kosten, aber wenn er funktioniert, bin ich zufrieden. Nehmen wir mal hier, da, den hier. Das wird doch nichts ändern. Das zweifle ich ganz stark, dass das was ändern wird. Okay, wir versuchen es erstmal. So. Wir bauen jetzt erstmal unseren Hafen zum wiederholten Male dahin. Ansonsten, wenn. Was denn hier los? Hä? Wir schießen hier Silvesterraketen oder was? Ja, Bus ist total überfüllt. Oh Mensch, ich kann doch nicht alles auf einmal machen, meine Freunde. Sonst müsste ich vielleicht die Pumpstation hier verlegen. Die ist aber auch nicht gerade billig, ne? Ja. Wir werden es jetzt einfach nochmal versuchen mit dem Hafen und hoffen das Beste. Warum muss er den eigentlich runtersetzen? Das ist so gemein, ist das. Ah, Little Göttingen, Landbesuche, willkommen. So, und jetzt hier aber, komm. Das muss doch hier mit dem blöden Wegen... Das ist hier nämlich das Problem, dass es hier nicht hochgeht. So, und da meinte jemand zu mir, versuch es doch mal, setz da einfach mal so ein paar dusselige Parks in die Nähe. Ja, mal hier irgendwas Kleines, so Natur, ja, hier, so an hier. Ja, ich glaube nicht, dass das was bringt. Straße hier, nee, funktioniert alles nicht. Mein Hafen wird weiterhin keinen Anschluss finden. Ich finde es auch doof, dass es hier nichts gibt, dass man hier sagen kann, ey, ich bearbeite mal das Land ein bisschen. Und jetzt habe ich da sowas noch nicht gefunden in diesem Spiel. Spezialisierung ist. Da wollte ich jetzt nicht hinklicken. Komm, aus! Stimmt ja, was ist hier denn noch? Wald pflanzen, Wald entfernen. Ja, sowas hier jetzt auch immer so ein bisschen, dass man mal was einebnen kann. Aber das ist ja leider nicht drin. Ja, mach ich. Ja, auf einen langen Arbeitstag eingestellt. Schön. So. Mal rein neugierig. Käme dorthin.
Thema oben drauf. Och Mann, ich finde das so gemein. Das Spiel mobbt mich. Aber dass er das hier auch nicht macht. Neigungswinkel zu stark. Ja, warum kann ich die Kacke denn überhaupt hinsetzen? So, ja. Und komm, komm, hier irgendwie. Das könnte vielleicht sogar gehen. Ja, damit reißen wir es noch einmal ab. Ziehen die Straße hier weiter. Ja, nee, die Straße sollte eigentlich weiter runter. Wir bleiben erstmal dort. Das ist doch der letzte Versuch, sonst gibt es hier keinen Hafen. Haben sie Pech gehabt. So, komm. Zack. Und bum bum, bum bum. Ja komm, hier, weiter runter mit dem dusseligen Ding hier. Ich weiß, das sieht gerade super scheiße aus. Zu große Neigungswinkel, ne 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 ne. Es ist doch echt... Fall, das müsste doch so langsam mal gehen. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel mich mobbt? Ich baue mir hier aber auch eine Naht zurecht heute. Na komm, wir müssen doch... Also anscheinend mit dem Parks der Tipp ist... Also anscheinend schon wieder Verbrechen im Gange. Nicht ganz funktionsfähig. Ja, abreißen. Wir können auch auf höchste Geschwindigkeit gehen. So kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Geld in die Kasse, während ich hier fröhlich abreiße. Wie zum Geier kriegen wir dich drin? Ja, der Name Geiertruppel ist. Ich glaube fast, der Name ist Programm. So. Wir haben keine Straßenanbindung. Nee, 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 nee. Ich weiß. Das müsste doch fast passen, so. Fast zumindest. Ich war jetzt auch schon überlegen, ob ich dann hier hinten noch Straße rausreiße oder irgendwas. Ach Menno, das ärgert so sehr. Na egal. Zu große Neigungswinkel. Bürgermeister Villa, Petition zum Ausbau. Super, wir dürfen eine Bürgermeister Villa bauen für 30.000. Wo ziehen wir denn mal hin mit dem Ding? Bäm, da ziehen wir hin. Mann, der hat aber große Auswirkungen. So, während wir uns weiter ärgern mit unserem Hafen. Man kriegt so gehöriges Reihen, wenn man das hier sieht. Ich glaube, wenn jetzt hier irgendwo Ping ist, funktioniert gekommen wäre, es wäre mir auch noch egal gewesen. Zu großer Neigungswinkel. Ey, Mensch, dann mach doch hier die Kacke etwas platter, du. Na, Kreise. Rechtecke, ja, von mir aus auch. Von mir aus auch einen blöden Trempelfahrt. Das könnte man dann noch hinsetzen, um das zu ebnen. Verlege gerade. Was hätten wir vielleicht an billigen Gebäuden, die wir da mal einfach hinklatschen können? Also aus
Ah, ja, 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 das hat auf jeden Fall so ein bisschen was gebracht. Wir sind abgesackt. So. Jetzt machen wir das noch einmal. Wir reißen die dann auch gleich wieder ab. Wasser? Wasser nicht, nicht am Wasser, das Wasser. Ja, okay, wir reißen es sofort wieder ab. Bleib ja niedrig. Normalerweise darf sich der Berg ja nicht wieder aufbauen. Was ist da? Das Spiel, es mobbt mich von vorn bis hinten. So. Können wir jetzt hier irgendwo? Nein, können wir nicht. Können wir auch nicht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, von hier da was runter machen wollen würde. Verlegung von Straßen über auf. Ah, meine Güte, ich bin das So. Jetzt komm hier. Irgendwie muss das doch immer jetzt funktionieren. Ja, also unsere Stadt wird keinen Hafenanschluss kriegen. Ich glaube, das ist inzwischen klar. Warum baut sich die Kacke wieder auf? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Warum? Mach ich. Reiß ab die Kacke. So. Dann hier. Na, warum ist denn da... Eben so. Ach Gottchen, das ist doch hier ein Graus. So, komm, nein. Nein. Aha, super, der Weg führt wieder hoch. So, ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, ob ich den Hafen dort irgendwie zwischenkriege. Dafür werde ich aber hier wahrscheinlich mal ein Stückchen Straße abreißen. Testweise. Und jetzt gucken wir doch mal. Mensch, das muss doch... Nirgends passt dahin, mein kleiner Hafen. Überlagerung, Überlagerung, Überlagerung. Jo, leck mich fett. Ja, wir können was davon, brauchen wir nicht mehr. So. Zack, erstmal die Straße hier weg. Mir graust es davor, das hier abzureißen, weil da möchte ich vorher dann wirklich eine andere... Drittür, das sind 1 Tag 25 Verbrecher. Was? Schon wieder überfüllt? Ja, ich glaube, da sollten wir uns auch gleich rumkümmern. Ja, also ich glaube, das Unterfangen Hafen werden wir jetzt erstmal beiseite schieben. Dafür wird wahrscheinlich das Kraftwerk hier weichen müssen. Oh Mann. So, Policia, Policia, wo ist er denn da? Mann, habe ich eine Verbrecherstadt hier oder was? So. So machen wir den Verbrechen mal hier so nach und nach den Garaus.
Hände hinterher. Ja, super. Gleich verknackt. So soll's sein. Ey, wir haben echt eine Verbrecherstadt. Los! Verhaftet sie alle, meine Freunde! Gut. Oh, wir können unser Häuschen hier upgraden. Yeehaw! Bürgermeister, so da. Zum nächsten Upgrade. Wo haben wir denn das? Oh Gott, es ist jetzt echt schon wieder eine ganze Zeit her, dass ich gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier was sitzt. Das ist unsere Klar. Ah, damals. Nicht genehmigt, nicht genehmigt. Ja, wunderbar. Alles klar. So. Touristen. So, wir brauchen unbedingt eine andere Stromversorgung hier. Ja, wir brauchen eine andere Stromversorgung. Ein Kohlekraftwerk. Das heißt, wir müssten uns immer Kohle einkaufen. Wir bräuchten auf jeden Fall auch ein Handelsdepot. Wir könnten aber... verdammt, wo war der Wind? Ich glaube jetzt erstmal, bis wir das gemacht haben... Setzen wir das Große da mal hin. 88,2 Megawatt. Was würde das denn machen hier? 75 Megawatt. Das heißt, wir bräuchten dann nur einen zweiten dazu bauen. Ölkraftwerk 150. Das wird wahrscheinlich auf Kohle hinauslaufen. Handelsdepot, Handelsdepot, Handelsdepot. Wo war denn das denn wieder? Das